Meine erste Legislaturperiode als Landtagsabgeordneter nähert sich ihrem Ende. Die vergangenen 5 Jahre waren geprägt von intensiven Debatten im Landtag und von spannenden Gesprächen. Besonders natürlich aber auch durch den Austausch mit Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern in meinem Wahlkreis. Einige meiner politischen Ziele konnte ich bei der Umsetzung bereits begleiten. Zum Beispiel die Anbindung aller Schulen an das Glasfasernetz. Insgesamt habe ich in dieser Legislatur 195 parlamentarische Initiativen eingebracht und 41 Reden im Landtag gehalten. Als digitalpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion habe ich mich vor allem über die Einbringung der Entwürfe zum Breitbandausbau Transparenz und dem Mobilfunk für alle Gesetz im Hessischen Landtag gefreut. Damit hat die SPD-Fraktion wichtige Punkte gesetzt und einige davon werden wir hoffentlich in Teilen auch Eingang im künftigen Regierungshandeln finden. Aber es gibt noch viel zu tun auf anderen Gebieten, denn es stehen für die nächste Legislaturperiode viele wichtige Projekte auf dem Plan, die wir als SPD-Fraktion umsetzen möchten. Die medizinische Versorgung muss überall und für alle sichergestellt werden. Wir müssen beim Ausbau des ÖPNV, beim Mieterschutz, beim Wohnungsbau weiterkommen und vor allem die digitale Transformation in Hessen voranbringen. Nach knapp 25 Jahren Opposition beginnt auch für die SPD als Teil einer möglichen neuen Landesregierung ein neues Kapitel im kommenden Jahr. Am 18. Januar konstituiert sich der neue Hessische Landtag und jetzt gilt es, die Vorhaben für die nächsten 5 Jahre auf den Weg zu bringen. Darauf freue ich mich und dafür bin ich bereit. Ich möchte mich bei Ihnen für Ihr Vertrauen bedanken und wünsche Ihnen erholsame Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr.